Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring auf dem flammenden Gipfel. In der letzten Folge bin ich hier drüben über diese Kette gerannt und dann habe ich sie unten leuchten sehen, nachdem ich ausgemacht habe und habe hier eine Gnade gefunden. Das ist sehr cool, hier ist ein Ort der Gnade. Und von diesem aus können wir uns jetzt... Ich muss ganz kurz gucken, ob ich meine Runen zurückgeholt habe. Ich bin nämlich draufgegangen dann. Ja, ich habe meine Runen. Können wir uns jetzt mal mit der großen Hand hier anlegen. Mit dem eiskalten Händchen. Hier ist die Riesenhand. Hier könnt ihr auch Runen farmen. Und zwar so, wenn ihr einfach hier hingeht. Platsch, dann fällt die Hand runter und macht den tot. Und ihr kriegt 1000 Runen. Yay. Leider sind 1000 Runen jetzt nicht mehr wirklich viel, weil ich ja 150.000 brauche. Aber es ist trotzdem witzig. Yo, ich hab's geschafft, der doofen Hand auszuweichen. Ich hab's nämlich in der letzten Folge... Ey, ich schaff's gerade voll. Nein, doch nicht. Ja, die haut wirklich ganz schön rein. Ich hab schon meine Eiswaffe genommen. Ob das was wird? Oh, Mist. Ja, habe ich ihr überhaupt einen reingeprezelt? Ja, die ist echt fies, die Riesenhand. Ich verstehe ihre Attacken noch nicht so richtig. Das hat mega viel Schaden gemacht, eben da hinten in den Stumpf zu hacken. Yo! Nein! Jetzt, wo ich sie fast besiegt habe. Nein, du Mistvieh! Oh Gott, mit dem kleinen Finger hat sie mich erwischt. Jetzt kann ich sie umbringen, oder? Ja! Wir geben die 4600, das ist aber ganz schön wenig. Ich will mal gucken, ob die wieder auftaucht oder ob ich die für immer los bin. Wahrscheinlich taucht sie einfach wieder auf. Müsst sie ja da oben sehen, wenn die da runter springt. Ah, nee, sie ist natürlich nicht da. Springt die hier runter? Was ich jetzt mal ausprobiere, ich lock die Hand da runter und lass die da unten alles verprügeln. Nicht gesehen, da sind lauter so Viecher. Und Riesen und so. Komm, eiskaltes Händchen. Schlacht hier mal alles ab. Aua. Kämpfen die eh schon gegeneinander. Und ist mitgekommen. Schade, die Hand ist nicht mitgekommen. Das Patschehändchen. Ah, das ist doch der Weg, den ich hochgegangen bin. Oder? Nee, ich bin ganz drüben auf der anderen Seite hochgegangen. Hängt die hier fest? Los, du sollst die alle einstampfen hier. Boah, 70 Schaden macht die nur. Warum machen die mir so viel Schaden? Ich habe keinen Bock, gegen die ganzen Viecher hier zu kämpfen. Außerdem sind die ja mit sich selbst beschäftigt. Boah, durch den ist voll der Baum gewachsen. Kommt mir irgendwas hinterher? Nee. Ja, sollen sie kämpfen da. Aber echt traurig, dass die mir so viel Schaden machen und sich gegenseitig so wenig. Ah! Captain Ahab.
Oh, das ist auch ein Skelettkopf. So, hier ist es auf jeden Fall dirty. Gibt's hier irgendwas? Niet. Negativ. Also, folgt er mir noch? Nee, der läuft rückwärts. Schade, ich müsste doch da eigentlich hochkommen. Jo, ich wusste. Oh, hier ist was. Und noch eine Gnade, ich glaub's ja nicht. Oh, eine Waffe. Weiß ja nicht, was hier lauert. Die Kirche der Ruhe. Erstmal wollen wir hier die Gnade aktivieren. Was gibt's denn hier Schönes? Eine heilige Träne. Oh, jawohl, kann ich meine Dinger verstärken? Jo, ich kann die Flaschen verstärken. Geil. Maximal auf. Oh, ich habe maximal aufgeladen. Krass, ich habe noch so ein Ding. Cool, dann findet man mehr, als man eigentlich braucht. Auch okay. Aber jetzt, wo ich die Abkürzung gegangen bin, frage ich mich doch, was es hier vorne noch gibt. Hey, wieso? Okay, hier kann ich nicht reiten. Oh nein, Invasion durch Okina. Deshalb kann ich hier nicht reiten. Wow, wow, wow. Hör mal auf, hier so durchzudrehen. Friss Scheiße. Jawohl. Der macht's nicht mehr lang, aber ich krieg den nicht vereist, oder? Oder ist er? Doch, der ist schon vereist. Einfach die, der gewalzt. Gibt dir was Schönes? Blutige Ströme. Ah, blutige Ströme, das soll doch dieses Super-Katana sein. Oh, es geht natürlich mit Arkan. Aber es hat nur 30 Blutverlust drauf. Zeig mal her, das Ding. Oh, sieht aber geil aus. Das war einst die Waffe, die total broken war auch. Oder eine der brokenen Waffen. Blutige Ströme. Aber ich habe gehört, die haben sie genervt. Schade, schade eigentlich. Ich hätte auch gern so eine OP-Waffe. Gut, allerdings, ich glaube, wenn ich jetzt umskillen würde, hätte ich wahrscheinlich schon was Grausames. Wenn ich ein bisschen auf Magie gehen würde. Oh. Ich würde sagen, irgendwas hat hier doch Krach gemacht. Ah, das war nicht die einzige. Ah, hier kommt man hoch. Ich glaube, aber da vorne hätte ich sogar auch hochlaufen können. Hallo? Kriegsasche Trollbrüllen. Jetzt bin ich auf dem Totenschädel oben, oder? Gibt's hier nicht noch was Cooles? Irgendwie ganz schön enttäuschend. Aber ich kann mich hier wenigstens mal umgucken. Ja, gehe ich da oben zu dem großen Krug, würde ich sagen. Ich war ja schon da. Wie komme ich hier jetzt aber sicher wieder runter? Ja, aha. Fährt aus, ist natürlich gefährlich.
Ja, geht eigentlich. Wow. Schreck mich doch nicht so. Aber interessant ist, die Vögel geben hier, glaube ich, nur so ein Tausender oder so. Und der in diesem Blutdings, der gibt ja viel mehr. Objekt voraus. Ach, da ist auch so ein scheiß Vogel. Oh, da. Oh, was richtig schön leuchtendes. Ein uralter Drachenschmiedestein. Oh, das ist natürlich super geil. Jetzt kann ich meine Waffe ja auf 25 machen hier, die. Krass. Das ist geil. Da muss ich mir auch nochmal die Orte angucken, wo die sind. Oh, der will Stress. Da. Ah. Leck mich, ihr beschissenen Birds. Streift die hier bei dem Riesen ab. Sollen die doch mit dem kämpfen? Oh nein. Ich habe den Riesen an mir abgestriffen. Oh. Der macht sich halt gegenseitig ultra wenig Schaden. Ich glaube, das ist auch gepatcht worden. Die haben sich doch bestimmt früher einfach voll gegenseitig totgebracht. Ah, leck mich, ey. Verkackt der Vogel, ey. Boah. Ich hab so langen Schnabel. Die halten jetzt nicht super viel aus, aber die sind super ekelhaft. Gut, ich glaube, da muss ich dann mal im Internet ein bisschen nachforschen, für welche Waffe ich diesen Schmiedestein einsetzen sollte. Ich bin ja am Überlegen, den für so eine große Waffe zu nutzen. Also für so ein Riesenschwert. Oder halt für ein normales Großschwert. Ja, ich glaube, mit den Riesenschwertern kann man die Gegner halt ganz schön peinigen. Ah, oh, schade. Fallen halt leichter um dann die Gegner und wenn sie umfallen, kann man halt mehr Schaden machen. Deshalb sind die Riesenschwerter schon ziemlich geil. Aber die sind halt auch ultra schwer. Och. Ach, ich habe keinen Bock, da rumzuklettern. Ich hasse das mit dem Klettern, muss ich sagen. Das geht mir ein wenig auf den Wecker. Hier sind meine Runen, ab geht's. Hier liegen schon coole Sachen rum. Wenn hier noch mehr von diesen Schmiedesteinen rumliegen, sollte man sich hier doch halt nochmal genauer umgucken. War auch ein schöner Ort für sowas, in dem Mund vom Totenkopf. Ja, hier ist der Weg, jawohl. So, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Stelle, die wir in dieser Folge abdecken wollten, und zwar hier hinten. Gut, dass ich aber da so einen Abstecher gemacht habe, denn dieser Schmied... Boah. Okay, da ist ein richtiger Superriese. Und der versperrt mir auch den Weg da hoch. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Bevor wir uns mit dem Bré anlegen. Aber hier drüben wären wir wahrscheinlich auch hochgekommen. Da war das jetzt echt der einzige Weg. Nee, ich glaube, diese kleine Kette sieht mir nach dem einzigen Weg aus, wie man hier auf dieses Plateau kommt. Jetzt stelle ich mir halt die Frage, soll ich mit dem Riesen kämpfen oder... Ah, ich will mit ihm kämpfen. Was eine Frage. Natürlich will ich mit ihm kämpfen.
Aber für einen Riesen brauchen wir auch eine große Waffe. Oder ist der sogar mein Freund? Ich kann noch nicht anvisieren. Oh, das ist der Feuerriese. Boah, der hat einen Wok dabei. Fährt er jetzt mit dem Wok hier rum? Yo. Boah, ich kann meinen starken Bro rufen. Elch Bro. Nein, nein, ich wollte doch Elch Bro rufen, nicht das Pferdchen wegtun. Er ist zumindest sehr langsam. Das könnte ein Vorteil für mich sein. Aber er ist mega riesig, ey. Und er hat sau viel Leben. Guck mal, was ich dem abgezogen habe. Nicht viel. Und es waren 2000 Schaden. Aua. Okay, der versperrt mir auf jeden Fall den Weg. Mein Bro kriegt irgendwie gar nichts hin. Ja, er ist umgefallen. Ich hab dem die Schelle am Bein weggehauen. Nein. Das heißt, ich kann dem die andere Schelle bestimmt auch noch weghauen. Leider habe ich verkackt. Oh, was macht der jetzt? Alter, er macht Kamehameha aus einer Hand. Und er hat eine eigene Sonne erschaffen. Was, nur 400 Schaden? Okay, heilig macht ihm gar nichts, oder was? Warum so wenig Schaden? Der hat ein Gesicht an sich. Boah, der sieht ja krass aus. Kann ich meine Waffe wechseln, ohne dabei zu sterben? Ich glaube, die Eiswaffe gibt ihm mehr. Was macht denn mein Breyer eigentlich? Kriegt der überhaupt was hin? Ach, nee, irgendwie nicht. Ich hätte dem vielleicht einen Bogen geben müssen. Nicht auf seinen Fuß schalten. Boah, der hat einfach super viel Leben. Hat es 100 gemacht. Oh doch, jetzt hat er reingezogen. Achso, das ist, wenn mein Kollege auch dran ist. Aua. Das war, glaube ich, mein Pferd, das gerade gestorben ist. Weg von der Sonne. Ah, mein Pferd lebt noch. Was jetzt? Oh, eine Videosequenz sogar. Er haut den Head ab jetzt, oder? Ah! Ich hab sein Bein vernichtet. Vielleicht ist er jetzt für ein Gespräch bereit. Verbrennt er es jetzt einfach oder isst er es? Boah. Es stinkt doch bestimmt voll. Das ist zwar heftig. Will er mich jetzt mit seinem Bein zerhauen? Oder frisst er es echt? Das ist krass. Los. Oh. Ich hab gehofft, der steckt sich in seinen Bauchmund. Schade, die erste Phase war noch
relativ einfach, sag ich mal. Ich glaube, jetzt wird er richtig hässlich. Das wäre jetzt super cool, wenn ich so einen Zauber hätte, mit dem ich auf ihn schießen kann. Der dreht einfach richtig durch jetzt. Ich kann auch seine Hände schlagen. Es war krass, dass er mich eben nicht getroffen hat mit der Rolle. Ich war jetzt irgendwie ziemlich sicher, der trifft mich. In den Hoden. Und in seinen Arsch. Ja, Mann. Boah, nur 200 Schaden am Arsch. Eigentlich mein super starker Bro. Achso, jetzt macht er das. Okay, jetzt darf ich nicht dran. Jetzt kann ich diesen Bogen drauf schießen. Ach, mein super starker Bro ist tot. Schade. Warum schaltest du nur die Hände auf? Schießt auf den Dicken. So ein Riesenziel und er schießt auf die Hände. Feuerriesen. Eigentlich dürfte er jetzt kein Bein mehr haben, wenn ich zurückkomme. Wir müssen ja einen kleinen Break machen und die nächste Folge komplett dem Feuerriesen widmen. Schaden war eigentlich ganz cool. Nur am Ende hat es echt wenig Schaden gemacht. Ich habe dir mit dem kompletten Combo in sein Waschloch nur 284 Schaden gemacht. Das erschien mir äußerst überschaubar. Mal sehen. Ich muss auch mal gucken, ob ich den starken Bro vielleicht erst in der zweiten Hälfte rufe. Mal sehen, wie wir es machen. Irgendwie werden wir es machen und wir werden ihn besiegen, denn ich will da oben durch. Und er versperrt mir ja offensichtlich den Weg. Ich kann jetzt eigentlich erstmal. Ich glaube, ich muss an Fuß der Schmiede, da komme ich schneller rüber. Was ist der Fuß der Schmiede? Ja, da bin ich hier einfach hochgehüpft. Ja, so machen wir es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt viel Spaß. Tschüss.